Oh, Moment. Ja, ich hab Zeit. Ich bin so aufgeregt. Unser erster Job. Gemeinsam. Woo! Woo! Kriegt das mit Audacity nie hin. Meine Freundin liegt 2 Meter weiter und pennt seelenruhig dabei. Ich frag mich, wie Ernsthaft? Das geht. Ja, sie kann das. Ja. Guten Tag, Sir. Neuer Ordner. Rosenblatt. So. Ich guck schon mal nach einem Auftrag. Eins. Ach Mann, jetzt arbeite nicht wieder vor. Ich bin doch sofort da. Ja, okay. Containertransport macht keinen Sinn. Kleinere Gartenarbeiten könnten wir machen. Gibt direkt 26.000. Bei Familie Bauer. Ja, ich bin wieder da. Kann ich dich auch verprügeln? Eigentlich. Ach, einen großen Bagger. In GTA? Cool. Ich glaube nicht. So, ich nehme jetzt einen Auftrag für uns an. Kleine okay. Gartenarbeiten. 3, 2, 1. Jo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zur zweiten Folge Bausimulator zusammen mit dem lieben Bernd. Schönen guten Tag. Und der Fraps ist auch da. Heute die erste Multiplayer-Folge nach dem ätzenden Tutorial. So, besorge 3 Tannensetzlinge vom Gartenhandel. Benton sucht gerade einen Auftrag raus, den wir dann spielen werden. Habe ich jetzt schon. Mir meine Kippe an. So, kleinere Gartenarbeiten. Ah. Moment. Boah, Tannenbaum, warte, jetzt habe ich Aufgabe 1 nicht gelesen. Das macht nichts. Okay, ich hatte ihn angezeigt. Aktive Aufträge. Du kannst Escape drücken, Aufträge und dann aktive Aufträge. Dann kannst du dir nochmal genau angucken. Ach so. Ich überlege jetzt gerade, wie wir es geschickt machen. Also Tannensetzlinge holen müssen wir auf jeden Fall mit dem Pritschenwagen machen. Weiß ich und nicht. Schnittholz. Ich würde sagen. Du kannst den Bagger zur Baustelle fahren und dann anfangen zu baggern. Dann besorg du die Tannensetzlinge und das Schnittholz mit dem Pritschenwagen und ich fahre mit dem Containerfahrzeug den Bagger hin. Okay, Pritschenwagen war der grüne, ne? Fahr einen kleinen Bagger. Ja, nee, eben nicht. Ach so. Du brauchst den Pritschenwagen, um die Paletten aufladen zu können. Ah, okay, gut. So, jetzt wird's zum ersten Mal interessant, nämlich in der Ego-Perspektive den Anhänger ankuppeln. Ja, fahr mir jetzt bitte nicht in den Weg, ich muss ja jetzt nicht. Hier raus. Setz mir jetzt automatisch den richtigen Weg an. Warte mal. Oder? Ich glaube so. Ja, zeig mir nur einen Weg zur Baustelle. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich einmal bin der Pro. Ich bin der. Bitte einmal Hashtag Benton Applaus in die Kommentare schreiben. Vielen Dank, Ihr Applaus ist berechtigt. Vielen Dank. So, wo muss ich das abholen? So, jetzt habe ich nur ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich die Rampe rausfahre. Das kann ich aber einfach herausfinden, indem ich F1 drücke, damit mir alles angezeigt. Baustoffhändler, Bahnhof brauche ich nicht. Wo ist denn der Gartenhändler? Gießwerk, Gartenhandel. So, haben wir den markiert. Na klar, da müssen wir drehen. Ich drehe jetzt nicht, ich fahre da hinten einfach in die Ecke. So. Warum der nicht links abbiegt, weiß ich auch nicht. Die stehen auch immer so, die Autos, dass ich hier total rangieren muss beim. Ja, das kann ich. Ups, das wollte ich nicht. So, das könnte. Das könnte was werden. GTA-Modus! Yay! Das ist schwer. Ach, jetzt mache ich das doch nicht in der Ego-Perspektive, egal. Beenden. So kriege ich jetzt den Scheißbagger hier nicht drauf.
Ich hab hier übrigens beim LKW immer so eine orange Warnlampe am Leuchten. Ja, ist auch richtig so. Was ist denn das? Das ist einfach beim Bau so, das ist die Warnleuchte, dass jeder weiß, hier ist ein Baufahrzeug. Toll. Nein, nicht auf dem Dach, ich meine im Führerhaus vorne. Ach so. Zwischen Tacho und Drehzahl. Dann muss ich selber gucken. Das weiß ich nicht. Okay. Kann ich den Ladung befestigen? Ladung befestigt. Alles klar, so. Bagger ist befestigt. Wofür die zwei Dinger auf dem Dach drauf sind, das weiß ich selber. Schlaukopf. Oh, Entschuldigung. Bei der Gärtnerei bekommst du alles, was für den Landschaftsbau und die abschließende Verschönerung der Grundstücke wichtig ist. Die meisten Waren sind auf Europaletten erhältlich und werden nach Kauf von den Mitarbeitern der Gärtnerei in den Abholregalen zur Verladung bereitgestellt. Wenn du einen Gabelstapler zur Verladung benötigst, kannst du im Menü des Handels einen anfordern. Weißt du Bescheid? So, die Frau holt die Pflänzchen. Mhm. So, wie viel soll ich kaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube drei. Drei, genau. Bin mir aber nicht sicher. So. 1, 2, 3. Ich habe auch eine gelbe Leuchte da. Viktor Sieven würde gerne Material und Gegenstände für 1800 kaufen. Stimmt, weil ich der Chef bin. Ist das dein Ernst? Musst du jetzt alles bestätigen? Ich muss alles bestätigen, was du machst, ja. Fahr ich jetzt rein? Jetzt wäre ich so ein kleines Kleinkind, was ich noch nicht mal drei Gartensetzlinge kaufen kann, ohne. Ja. Richtig. Achso, ich muss ja jetzt noch den Gabelstapler. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Scheiße, da wirst du ja jetzt schon wieder um Erlaubnis gebeten. Das könnte sein, ja. 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 Das Problem Nein, ist, sie haben es leider immer noch. Nicht. Darfst du nicht haben. Ja, du musst das per Hand machen. Sie haben leider nicht rausgenommen, dass ich dann stehen bleibe, während ich fahre, wenn das aufploppt. Das ploppt auf, ich kann nichts mehr tun, aber das Fahrzeug fährt weiter. Okay. Das ist immer ein bisschen doof. Aber es gibt ja, glaube ich, keine Schadensanzeige hier. Nee, ich glaube, ich bin auch schon öfters in Autos reingefahren. Da gibt es, glaube ich, auch keinen Kollisions. Ja. Wir machen das mal ganz cool in der Ego-Perspektive, falls wir das hinbekommen. So, ich bin jetzt auf der Baustelle eingetroffen. Und setze hier dann einmal den Bagger ab. Steuerung Q war runter, ne? Ich muss hier aus dem Perspektive gehen, sonst kann ich nicht sehen, ob wann ich fertig bin. Es ist beim Bagger, beim Gabelstapler auch ein bisschen komisch in der Ego-Perspektive. Da habe ich es aber geschafft. Dabei ja, das habe ich mich auch. Aber so, den Bagger haben wir. Ich glaube, wir müssen auch noch einen Container holen, ne? Aufträge, aktive Aufträge. Besorge einen Container vom Baustofffachhändler. Ja, dann hole ich den auch noch. Ich habe ja gerade den Containerfahrzeug. Das Containerfahrzeug, nicht den. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. So, jetzt muss ich mich nur mal kurz orientieren. Wo war denn der jetzt? So. Ach so, das sind ja drei. Ich muss ja noch die anderen beiden. Ich bin so schlau. Für das Schnittholz musst du, glaube ich, auch zum Sägewerk. Kannst du, glaube ich, nicht in die Gärtnerei. Ich liefere jetzt erstmal diese komischen Setzlinge ab. Okay. Danach der Bagger steht bereit, du kannst ja auf jeden Fall auf der Baustelle abladen. Grün. Kann man sich hinterher auch einen eigenen Gabelstapler kaufen? Das weiß ich nicht. Soweit habe ich noch nicht gespielt. Ich habe bisher nur bis zum nächsten Pritschenwagen mit Kran gespielt. Der richtig gut ist. So, einmal aussteigen. Schönen guten Tag, ich würde einen Container kaufen. Den hatte ich im Handy, hab auch schon den Pritschenwagen mit Kran. Container gekauft. Der ist auch cool. Zack. Und los geht's. Ich glaube, der steht zu nah an der Kante. Gut.
Jo, der ganze LKW wackelt. Einmal gerade machen. Das sieht schon scheiße aus. Das ist gar nicht so einfach in der Ego-Perspektive. Der geborene Gabelstaplerfahrer. Ja. So, ich behaupte, wenn ich jetzt ausfahre, bin ich richtig. Wenn ich das jetzt nochmal in der Ego-Perspektive hinkriege, dann bin ich offiziell der King. Was machst du denn jetzt? Also, einen Container worum holen. Worum geht's? So. Alter, ich bin offiziell der King. Ihr könnt es nicht mehr bestreiten, ich bin offiziell der King. Ich habe es geschafft. Bestreite das mal. In der Ego-Perspektive. Dann versuch du mal in der Ego-Perspektive einen Container aufzuladen. So, mein Freund. So und nicht anders. Ja, der steht wieder über der Scheiß. Wo ist die Baustelle? Baustelle 1 da. Der King weiß nicht, wo die Baustelle ist. Ja, richtig. Ich muss überall mit dem Navi hin, auch im RL. Das war schon immer so, das wird auch immer so sein. Auch nach Hause. Auch nach Hause, immer. Von der Arbeit nach Hause. Ja, jeden Tag. Oh, rot. Ja, ich nehme dieses Let's Play und diesen Simulator sehr ernst. Ich halte an einer roten Ampel. Mir scheißegal, ob das langweilig ist. Puh! Ich halte. Bei Rot muss man halten. So, ich habe die Setzlinge schon mal. Das ist gut. Kannst du schon mal abladen. Erstmal. Der Bagger ist ja schon da. Ach, der fährt ja weiter. So. Magst du das nicht abladen? Den kann ich auch machen. Wo bist du denn? Ach, du bist noch beim... Ah, alles klar. So. Und du sagst mir dann, steigst dann bitte auch mal hier ein und sagst mir, was diese Warnlampe bedeutet. Ich habe die nämlich noch nie gesehen. Ja, ich habe die, glaube ich, auch in dem Containerfahrzeug. Ich weiß es auch nicht, was es bedeutet. Ich behaupte so doof, aus wie ein Tunnel. Das ist die Anzeige, dass diese Warnleuchte auf dem Dach an ist. Ach so. Ja. Das behaupte das ich jetzt einfach, sein. Ohne es zu wissen. So, kann ich sonst noch irgendwas machen? Tannensitzling hast du besorgt. Kleinen Bagger zur Baustelle habe ich gemacht. Besorge Schnittholz. Machst wahrscheinlich du dann auch wieder. Einen Container besorgen habe ich gemacht. Ja, du kannst dich ja schon mal an Baggere den markierten Schritt Bereich zwei. Aus. Das war ja jetzt nur der erste Schritt, diese drei Dinge. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ne, der markierte Bereich ist noch nicht da. Wir müssen erst Abschnitt 1 absetzen, aber... Dann kannst du ja schon mal einen anderen Auftrag annehmen und da... Ich fahr zumindest erstmal den Bagger vom Ding runter. Geht das einfach so? Das geht einfach so. Das ist ja der Wahnsinn. So, ja, entweder kann ich mich schon um einen neuen Auftrag kümmern. Versuchen. Ich könnte einen Containertransport machen. Du bist ja schon da. Dann kann ich ja jetzt auch die abladen. Die Setzlinge müssen zwischen die Hütchen, oder? Ja. Da muss ich sie zumindest hin abladen. Sehr gut. Deswegen stelle ich einfach irgendwo hin, wo ich irgendwie drankomme. Ja, so mach mal hinne. Mach hinne! Ja, ich bin doch dabei. Los! Es ist nicht so einfach. Moment, ich muss mal eben den anderen. Hä? Nein! Nein! Du hast nur zwei mitgebracht. Einer muss während der Fahrt runtergefallen sein. Du musst die Ware auch festmachen. Wie mache ich die denn fest, bitte? Wenn du dich hinten an die Bracke stellst und dann Y drückst. Dann machst du die fest. Du Scheiße. Ja, und jetzt fahre ich nochmal rüber und hol den dritten, oder? Du musst im Prinzip nochmal rüberfahren, ja. Aber du musst ja eh auch noch das Schnittholz holen. Das ist ja jetzt kein Beinbruch. Sag mir nochmal genau, wie ich das fahre. Warte, bevor du das nächste jetzt ablädst. Gehe ich da jetzt mal hin und versuche das festzumachen. Ja, mach das. Wie mache ich das denn? Du musst hinten an die Bracke dran gehen und dann irgendwann F oder Y, eins von beiden. F, okay. Das hättest du mir aber auch mal vorher sagen können, weil mir wird ja hier in diesem Spiel irgendwie nichts angezeigt. Das ist völlig richtig, ja. Ups, ich wollte den hoch machen, den runter.
So. Das gab es in der Handy-Version aber noch nicht, dass man die befestigen muss, oder? Das weiß ich nicht. Die Handy-Version habe ich nie gespielt. Ja, ich schon. Und ich kann mich an sowas nicht erinnern. Wir sind aber auch in der Handy-Version immer gefährlich im Laderaum rumgewackelt. Deshalb. So. Ja. Bin ich lange noch dran? Jo. Hoch damit. Hoch damit. Möchte schon mal wieder einsteigen. Alter, ich bin gar nicht so schlecht mit dem Bagger. Was reg ich mich eigentlich auf? Ah, und das Failen hat schon angefangen. Ja. So. Nicht super. Überfahren. Zack. Ah, stellen wir den mal daneben. Ja. Hopp. Ups. Wow. Gerade noch gesagt, ich bin gar nicht so schlecht. Ha. So. Ich würde sagen, ich nehme mal eben einen Containertransporter noch an. Wenn du jetzt eh noch beschäftigt bist. Ja, ich darf ja jetzt erstmal. Ich wette, ich sehe den jetzt auf der Straße liegen. Ja, da liegt er. Ach, guck mal. Ja, ist der hier in der Nähe? Bagger hier hinkommen. Ja. Boah. Der ist an der Ortsausfahrt Richtung Gartendings. Ach, hör auf, bis ich da mit dem Bagger bin. Ja, wie soll ich den denn aufladen? Ja, keine Ahnung. Warte mal. Okay. Geht ganz schnell. Ja, geht so, ne? Der Bagger ist ja nicht gerade so schnell. Aber wir wollen noch Geld sparen, oder? Ja, ist doch gut. Ich fahr ja schon. So, ich mach Warnblinkanlage an, wenn es geht. So, wo bist du denn genau? Fahr einfach Richtung Gartendings. Du bist gut. Dann stehe ich auf der Strecke. Gartendings ist südlich von uns. Ja, ich bin jetzt schon ein Haus weiter. Südlich. Ach, da bist du. Boah, Junge, Alter, bis ich da bin, ist die Folge vorbei. Nein, nicht da unten an diesem Garten an der Orts-, an der Dorf-. Nein, ich habe geguckt, wo du bist. Ach so. Selbst das, das ist schon sehr weit. Naja, ich sehe, wo du bist. Boah, du hast aber einen Mordstempel. Ja. Das ist nur mal der Bagger, was soll ich machen? In 50 Sekunden müsste deine nächste Folge zu Ende sein. Nee, ich habe erst 17 Minuten auf der Uhr. Ah, okay, dann hast du spät angefangen. Boah, ich sehe dich immer noch nicht auf der Karte. Ich sehe dich auf der Karte. Na, auf der Minimap meine ich. So, könnte in 3 Jahren etwas von rechts und von links kommen. Dann muss ich anhalten. Ja, ich mach mir meinen Kölsch auf in der Zeit. Mach das. Wenn du da bist, hab ich's ausgetrunken. Ja. Was hast du immer mit deinem Kölsch? Jetzt sag nicht, du wohnst in Köln. Doch. Alter, wie geil ist das denn, du Glücklichen? Du blöder Penner, das wusste ich ja gar nicht. Bestes Bier. Auf jeden Fall. Welche Sorte? Gaffel. Gaffel? Ah, geht so. Gaffel ist mein Lieblingskölsch. Früh und was mir Zwockel jetzt besorgt hat über Rewe, Sion. Sion ist richtig geil. Ja, Alter, wenn ich das dem. So. Die, sind halt, die schmecken wie Wasser, finde ich irgendwie. Die haben nicht so viel Geschmack wie Gaffel. Oh. Beispiel. Wenn ich das dem Charypto erzähle, ey. Jetzt müsste ich dich eigentlich schon. Ja, eigentlich, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich auch. Löchchen. Jetzt sag mir doch, dass du auch FC-Fan bist. Nee, ich bin Bayern und Man United. Ach du Scheiße! Ja, gut, irgendwas Schlechtes musstest du ja haben. Wie kann man denn in Köln wohnen und Bayern-Fan sein? Indem man schon in Bayern Strampler war. Ach so, ja, okay. Stoß den gerade noch mal um. So. Okay. Dann ist okay, das darfst du dann. Du kommst hier nicht durch.
wohnt der in Köln, der Penner? Das gibt's doch gar nicht.